Hi, ich habe mal wieder Post gekriegt von der Nadja. Sie hat Gott sei Dank tatsächlich meine Bestellung gekriegt. Habe ich mich mega drüber gefreut. Und es sind, ihr seht, es ist ein Kranz. Und es ist noch ein Kranz. Finde ich total schön. Und noch ein Kranz. Yay! Ja. Wir werden jetzt eins zusammen aufmachen und mal reingucken, wie das da drin aussieht und wie groß der Kranz ist. Und weil das Paket ist ja schon ziemlich groß, würde ich jetzt einfach sagen, wir machen das jetzt auf. Müsste es aufgehen. Tatsächlich. Wow. Was ist denn das alles? Wow. Muss man den zusammenbinden oder wie ist das? Tatsächlich, den musst du zusammenkleben. Da siehst du, dass du das so zusammenkleben musst. Wow. Na, das wird ja aufregend. Habt ihr es gesehen? Ja. Wartet, ich mache euch mal Licht an. Ja, ihr müsst es komplett dann so zusammenkleben. Das sind die Perlen. Schöne Perlen. Da ist wohl irgendwie Faden drin. Wow. Da muss man dann erstmal hintersteigen. Das wird dann so hervorgehoben wahrscheinlich. Du klebst es dann so drauf und dann musst du das so drauf kleben. Und dann wird es so hervorgehoben. Das ist ja mal krass. Das ist ja mal richtig krass. Ah, das finde ich ja geil. Guckt, guckt so und dann müsst ihr, dann wird das so hervorgehoben. Im Endeffekt, seht ihr es? Das ist ja mal klasse. Dann habe ich hier. Und dann müsste das hier sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und das hier müsste dann doch tatsächlich das hier sein. Und dann ist das alles so hervorgehoben. Die Rückwand ist auch dabei. Das ist schön. Was mir ein bisschen fehlt, ist Kleber. Das ist ja mal klasse. Das ist ja mal eine mega Idee, Leute. Ob die alle so sind? Ich glaube, wir machen noch eins auf. Aber die Perlen sind schön. Die sind wirklich, wirklich schön. Das Blau ist ja auch toll da. Ja. Okay. Jetzt machen wir das Ding mal wieder zu. Und dann gucken wir uns noch eins an. Gut, Holzleim habe ich, so ist nicht. Oder sagen wir mal eher, mein Mann hat Holzleim. Jesus, kriege ich gar nicht mehr zu. Also Holzleim habe ich.
Und ob man das dann mit Sekundenkleber macht, das muss man mit meinem Mann besprechen, da hat er mehr Ahnung als ich. Aber das ist ja schon eine coole Sache. So, ich hoffe, es bleibt zu. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen mal den Forel auf. So, ob der genauso gemacht ist, werden wir gleich sehen. Zack. Zack. So, dann gucken wir mal rein. Oh, da sind sogar Nadeln drin, das ist ja krass. Und merci. Lass mich raten, Kaffee und Marzipan. Danke, Nadja. Ist ja geil. Da freue ich mich. Und Marzipan, sehr, sehr schön. Das sind die Perlen. Oh ja, den muss ich den Vogel auch draufkleben. Ist ja krass. Ich freue mich. Das wird richtig Spaß machen. Da bin ich gespannt. Also, das wird richtig, richtig eine Herausforderung. Ich mag ja Herausforderungen. Und es ist auch alles da und man weiß auch, wie man es zusammenkleben soll. Schön. Da freue ich mich. Wann ich das anfange? Keine Ahnung, Leute. Ich muss gucken, wie ich Zeit finde. Aber das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Also absolute Kaufempfehlung. Das Holz ist auch ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gezeigt habe. Also es ist nicht so 0815 verarbeitet. Es ist richtig glatt. Du kannst dir keine Späne reinholen. Hier ist es schön, schön verarbeitet. Also es ist wirklich eine gute Qualität. Ich bin begeistert. Absolut. Und ich freue mich drauf. Ich werde Jahre damit verbringen. Aber ich werde Freude mit haben. Ich hoffe, irgendwann wird es mit der Ukraine auf jeden Fall besser und man kann sich davon noch mehr bestellen. So diese Holzarbeiten, weil dieses Holzarbeiten sticken, das macht mir richtig Spaß. Also ich kenne viele, die mögen es überhaupt nicht. Aber ich bin einer von der Sorte, der macht es richtig Spaß. Ich freue mich. Ich hoffe, euch hat mein kleines Unboxing gefallen. Vielleicht nehme ich euch mal mit, wenn ich eins besticke. Bestimmt, kommt bestimmt vor. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und vergesst mir meinen Daumen bitte nicht. Ciao!